Wir sprechen Klartext vom Harz bis an das Meer. NPD Niedersachsen. Liebe deutsche Landsleute, die Neujahrsansprache von Ministerpräsidenten Stefan Weil verdeutlichte jeden Bürger, dass die rot-grüne Landesregierung mit ihrer deutschfeindlichen Politik in 2014 genau dort weitermachen will, wo sie im vergangenen Jahr aufgehört hat. Neben dem allgemeinen Blabla, welches bei solchen Ansprachen üblich ist, fordert der SPD-Minister genauso wie die Kanzlerin mehr Engagement von den Bürgern. Für wen dieses Engagement sein soll, machte er darüber hinaus auch deutlich. So sagte er wörtlich: In ganz besonderer Weise bitte ich Sie um eine freundliche Aufnahme und um Beistand für die Menschen, die im Jahr 2014 bei uns in Niedersachsen Zuflucht suchen werden vor Krieg und Verfolgung und bitterer Armut. Er hätte genauso gut sagen können: Bezahlt nicht nur die Wirtschaftsflüchtlinge durch eure hohe Steuerlast, sondern kümmert euch auch in eurer Freizeit noch um die Ausländer. Diese rot-grüne Landesregierung hat im vergangenen Jahr nur allzu deutlich gemacht, für wen sie kämpft. Es wurden die Fördermittel für Ausländerlobbyverbände erhöht, die Zuschüsse für die jüdischen Gemeinden wurden erhöht. Es wird sich für mehr Sprachförderung für Ausländer eingesetzt und ein Staatsvertrag mit den Muslimen erarbeitet. Im Gegenzug hat sich Innenminister Boris Pistorius für das NPD-Verbotsverfahren eingesetzt, welches unter seinem Vorsitz der Innenministerkonferenz eingereicht wurde. Außerdem hat die rot-grüne Landesregierung kein einziges Projekt für das deutsche Volk umgesetzt oder auch nur eingeleitet. Die Finanzierung der Umwandlung eines niedersächsischen Bundesstaates in einen Multikulti-Bundesstaat ist obendrein mehr als dubios. So musste für 2014 trotz europaweit guter wirtschaftlicher Ausgangslage ein Kredit von über 720 Millionen Euro aufgenommen werden. Die Verschuldung in Niedersachsen hat 2013 erstmalig die 60 Milliarden Euro Grenze überschritten. Immer weiter steigende Staatsschulden, immer mehr direkte und indirekte Förderung, speziell für Ausländer und keine Politik fürs deutsche Volk. Dafür stehen die Rot- und die Grünen. Wobei die Schwarzen und Gelben im Landtag hingegen keinerlei echten Widerstand leisten. Es reicht leider nicht mehr, vielleicht bei der nächsten Wahl den Wahlzettel zum Denkzettel zu machen. Die Ungerechtigkeit dieser antideutschen Politik müssen auch zwischen den Wahltagen bekämpft werden. Kämpfen Sie mit uns. Kämpfen Sie mit uns für ein Deutschland, das den Namen wieder verdient. Kämpfen Sie mit uns für ein Deutschland, in dem man sich auch nachts wieder sicher im öffentlichen Raum bewegen kann. Kämpfen Sie mit uns für ein Deutschland, in dem Ausländer keine Bevorzugung gegenüber der einheimischen Bevölkerung bekommen. Kämpfen Sie mit uns für ein Deutschland, das sozial und national ist. Ein Träger des Eisernen Kreuzes zweiter Klasse sagte einst: Mein Volk, dem ich angehöre und das ich liebe, ist das deutsche Volk. Und ich meine Nation, die ich mit großem Stolz verehre, ist die deutsche Nation. Dieser Träger des Eisernen Kreuzes war Ernst Thälmann von der Kommunistischen Partei Deutschlands. Ernst Thälmann wird auch heute noch von vielen Linken verehrt. Mögen sich die linken Politiker dieser Landesregierung an seine Worte erinnern und an seinen Geist Politik machen. Nein, mögen wir uns alle an seine Worte erinnern und für das deutsche Volk, die deutsche Nation Politik gestalten. Vom Harz bis an das Meer. NPD Niedersachsen.